Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich sage deshalb guten Morgen, weil bei mir ist irgendwie um bei 10 Uhr vormittags am Samstag, 25.06. Und ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Und ganz besonders natürlich, wenn du Sternzeichen Stier bist, dein Aszendent, Mond oder die Venus dort hast, weil das ist natürlich eine Stierlegung für den Juli. Kurz in eigener Sache, für diejenigen, die selber Karten legen und Kanäle haben, das werde ich einmal komplett durch alle 12 Sternzeichen sagen. Und zwar ist es ganz wichtig wohl, dass wir die Karten vorstellen, dass wir sie, ich habe sie bei mir alle in der Infobox aufgelistet, weil es gibt Abmahnanwälte, die sind da sehr hart und da durfte jemand auch sehr viel Geld bezahlen, weil er Decks nicht vorgestellt hat. Genau, also das nur mal so zur Info. Des Weiteren, falls euch die Kartendecks ein bisschen näher interessieren, die ich benutze, ich habe dazu Videos gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und wie gesagt, und die Liste der Karten habe ich hier unter dem Video stehen. So, jetzt aber kommen wir wieder zu den schönen Dingen des Lebens. Ich stehe nicht so auf Abmahnanwälte, ehrlich gesagt. Jetzt fangen wir mal an mit dem Muse Tarot hier. Und zwar möchte ich nämlich für die Stiere gerne wissen, was ist denn dein Thema im Monat Juli? Was ist dein übergeordnetes Thema im Monat Juli? Worum geht es für dich? Stier, Sternzeichen, Sonne, Mond, Aszendent oder Venus? Was ist dein übergeordnetes Thema? Da haben wir einmal die vier der Stäbe. Das fängt schon mal richtig gut an, wie ich finde. Schauen wir mal weiter. Vier der Stäbe, Stier im Juli. Die nächste Karte möchte raus. Das finde ich auch sehr schön. Die zwei Münzen. Und eine dritte bitte noch. Ich finde, die sehen ja auch optisch schon so. Das ist ja wirklich ein Genuss. Für den Monat Juli. Für die Stiere. Und The Fool, der Neuanfang. Okay, gehen wir rein. Ich fange mal gleich hier unten an. Da haben wir die vier Münzen. Ja, die vier Münzen ist eigentlich auch so eine Karte, die natürlich für Sicherheit, für Stabilität, also Erdelement ist sowieso Stier. Aber es kann eben hier auch sein, dass man sich festklammert, dass man zu sehr festhält. In Sachen Geld. Könnte es sogar Geiz sein. Ne? Also, wenn es aber um die üblichen Verdächtigen geht, wie mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Familie, die Materie halt allgemein, kann es wirklich sein, dass man zu sehr an etwas festhängt, festhält an etwas. Es ist aber auch die Karte von, ich habe etwas erreicht und das behalte ich so. Also das habe ich mir fix gemacht und das behalte ich so. Das ist meine Stabilität, das ist mein Fundament. Und das Ding ist nämlich, das ist ganz spannend. Warte mal, ich lege die Karte jetzt mal hier hin. Wir haben hier am Anfang die vier der Stäbe, wie ich sagte. Das ist eine Karte von Feiern, von Freude. Da sitzen vier zusammen, die sehr, sehr harmonisch da sind, in einem Kreis sitzen. Das ist die Karte. Auch von Hochzeiten tatsächlich, falls einer von euch jetzt heiraten möchte, wäre das jetzt zum Beispiel die Karte. Aber es ist auch die Hochzeit, sprich eine schöne, wundervolle Zeit, wo es einem gut geht. Das ist so die Energie, die halt da kommt. Dann haben wir die zwei der Münzen und die zwei der Münzen ist eine Karte des Jonglierens. Ich habe sie gerne als spielerische Leichtigkeit. Das ist so meine Deutung. Es gibt auch im entsprechenden Zusammenhang natürlich die Variante, dass wenn du viel zu tun hast, also wenn jetzt die 10 Stäbe liegen würden, dann würde ich sagen, du bist viel zu sehr am Jonglieren mit den Dingen, wie du das irgendwie auf die Reihe bekommst. Wir haben hier aber im Zuge dieser leichten Energie eben auch die spielerische Leichtigkeit und das Jonglieren mit den Möglichkeiten vielleicht, weil Möglichkeiten deshalb, weil du hast hier auch den Neuanfang. Du gehst in einen Neuanfang, aber mit Leichtigkeit und möglicherweise aus dieser Stabilität heraus. Möglicherweise sagst du, nee, das will ich so nicht mehr. Und diese Energie unterstützt dich dabei.
Das ist wirklich sehr spannend. Oder? Oder es ist relativ schwierig gerade, weil der Narr geht ja aus hier raus. Ne? Man könnte jetzt sagen, der geht dahin, aber das ist erstmal die unterliegende Karte, also der geht da schon raus. Also möglicherweise spielst du gerade mit den Möglichkeiten und schaffst dir neue zukunftsversprechende Dinge, egal was es ist. Kann sein, dass du wirklich dein bisheriges Feld verlässt. Oder das mitnimmst. Also du hast dir eine gewisse Grundsicherheit aufgebaut und bist aber wirklich guter Dinge. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Ich muss mal weitermachen. Also, da gucke ich doch mal, was ist denn das, was vielleicht als Hinderung auf dich zukommt, als Blockade, als entgegenkommende Energie, die Hürden, die Blockaden möglicherweise. Was ist das, was im Juli für dich hinderlich sein könnte? Welche Energie? Stier. Stier. Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Oh, ein gebrochenes Herz. Die sieben der Schwerter. Okay. Und eine hätte ich gerne bitte noch. Das ist natürlich jetzt mega interessant, weil allein schon von der Optik her siehst du, dass die Karten dunkel sind hier und die anderen sind hier richtig fröhlich und leicht und schön und so weiter. Wir haben hier einmal die drei der Schwerter, das heißt, das ist Kummer. Das ist Kummer in Form von entweder Liebeskummer, das ist dann die klassische Variante, oder es ist Streit und Stress. Auf jeden Fall ist das, wie man das schon auf der Karte sieht, nicht besonders angenehm. Ich muss mal die Kamera ein bisschen drehen, genau. Dann haben wir die sieben Schwerter, also und den Einsiedler, also den Eremiten. Lass mal kurz überlegen. Also das, was dir jetzt entgegensteht. Das sind deine Gefühle. Das sind die Vorkommnisse aus der Vergangenheit. Das sind deine Gedanken. Weil der Einsiedler ist der, der auf dem Rückzug ist, der sich zurückgezogen hat, der wirklich in Klausur mit sich geht, um dann neue Klarheit und neue Einsichten zu finden, um letztendlich auch gestärkt aus dieser Situation hervorzugehen. Also hier sind definitiv in der Vergangenheit Sachen passiert, wo du nicht weißt, wie du aus der Nummer rauskommst. Was aber durchaus Schmerz hervorgebracht hat, wo es dir nicht gut ging, wo dein Herz sozusagen leidet. Aber die gute Nachricht ist hierbei, auch wenn es sich für dich so anfühlt, es ist nicht dein Herz. Es kann jetzt etwas provokant für den einen oder anderen sein, aber es ist niemals dein Herz, es ist immer das Ego. Es ist immer das Ego, es sind immer die Gedanken, die sich um etwas drehen, um etwas kreisen. Es sind die Gedanken, es ist die Perspektive, wie wir zu den Dingen stehen, die die entsprechenden Emotionen auslösen. Und es ist immer schon in uns da. Also das sind die Themen, die du mit dir trägst. Und das Außen muss dir zeigen, welche Themen du hast. Das ist das Spiel des Lebens. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du sagst, Scheiße, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, ich weiß nicht, wie ich das machen soll und das ist alles unangenehm und ich fühle mich leider doof. Und ja, schön, dass du das sagst, dass es immer nur meine Gedanken sind, aber das hilft mir jetzt auch nichts. Ich verstehe diese Denkweise und ich weiß, dass man, wenn man erstmal in so einer Situation drin ist, es auch nicht so leicht denkt man, da rauszukommen. Im Grunde ist es tatsächlich von der Mechanik her, wie soll man sagen? Es ist im Grunde genommen, ist es tatsächlich einfach, nur wenn man in diesen Gedanken drin hängt, dann nicht. Dann glaubt man, man kommt da nicht so leicht raus. Deswegen ist der Rückzug ganz wichtig. Also um dahin zu kommen, musst du da wohl erst durch, weil
Um dahin zu kommen, brauchst du auch den Rückzug. Aber also das Ganze steht dem noch entgegen. Ich möchte gerne noch mal weiter gucken. Ich muss die hier noch mal ein bisschen hier nach oben. Ich möchte auch noch mal einmal kurz hier unterschauen übrigens. Da haben wir den Buben der Schwerter und den Buben der Kelche und die fünf der Münzen. Die fünf der Münzen ist die Karte der Sorgen, Ängste, Existenzängste. Auch wieder natürlich durch die Münzen Erdelement. Das heißt, es kann sich wirklich darum drehen. Ja, wenn ich die Situation jetzt hier verlasse, dann bin ich eine arme Socke und muss unter der Brücke schlafen, weil ich kein Geld habe. Vielleicht geht es um eine Beziehungsthematik, wenn man aus einer Beziehung rausgeht und der Partner bisher derjenige war, der sozusagen das Einkommen reingebracht hat, der Geld verdient hat, kann das schon mal ganz profan um diese Dinge gehen natürlich. Aber wir haben hier auch darüber liegen den Buben der Kelche und der Buben der Kelche ist eine sehr schöne, sehr leichte, sehr wunderbare und natürlich auch emotionale Energie, also so eine Liebesenergie. Das ist herzbasiert. Das sind der Bube der Kelche ist auch einer, wo einer auf einen zukommt nach Phasen von Streit und Versöhnung anbietet, die Hand reicht und ist auch in der Regel ehrlich. Also für den Fall der Fälle, dass du da gerade in so einer Situation steckst, ne, da haben wir ja die drei Schwerter, ist also vielleicht auch Versöhnungsbereitschaft da und die Chance zu einem klärenden Gespräch. Der Bube der Münzen sei schon, der Schwerter, das ist ja auch die Chance, zu einem klärenden Gespräch zu kommen. Also da geht es auf jeden Fall um Gefühle, da geht es um Gefühle, da geht es um Verletzungen und um irgendwie einen Weg suchen, wie ich da rauskomme. Und hier aber ganz wichtig, vielleicht geht es auch darum, dass du bisher einfach ein paar Dinge nicht sehen wolltest. Denn hier geht es um die Authentizität, hier geht es um die Wahrheit, um die Ehrlichkeit, auch natürlich sich selbst gegenüber. Und wenn man bisher vielleicht eher ja, jemandem gegenüber oder allgemein vielleicht nicht so ganz ehrlich ist, das kann natürlich auch nicht nur Beziehungen, das kann ja alle möglichen Bereiche betreffen. Also Authentizität und Ehrlichkeit mit sich und anderen ist mal eine Basis. Und wenn man das natürlich nicht macht, weil man immer Angst hat, zum Beispiel, dass man irgendwie Konsequenzen ertragen muss, die man nicht haben möchte, dann ist das natürlich grundsätzlich immer eine Sache, ich handle aus Angst heraus. Ich handle aus Angst, die war übrigens noch nie ein guter Ratgeber und dadurch verstricke ich mich immer weiter in Sachen und das Ergebnis ist dann nachher ein gebrochenes Herz. Und das ist die Nummer, wenn man nicht gerade geht, wenn man wirklich versucht, irgendwie sich durchzuwursteln und sicherlich auch nicht immer oder nicht unbedingt aus eigenem Vorteil heraus im Sinne von, ich gehe über Leichen und so weiter, dann hätten wir hier die fünf Schwerter, sondern es ist die sieben Schwerter, das ist ja, sich durchwursteln, sich rauslawinieren, gucken, wie komme ich mit was davon. Vielleicht, weil man wirklich Angst hat, immer irgendwie dann auch einen auf den Deckel zu bekommen. Bei der Arbeit wäre das zum Beispiel sowas, dass du dauernd irgendwelche Sachen übertragen bekommst, wo du überhaupt keinen Bock drauf hast, aber und du weißt, das ist auch nicht richtig. Du bist vielleicht in einem Job, wo du Dinge machen musst, wo du sagst, das fühlt sich für mich nicht richtig an, aber ich muss das ja tun. Mein Chef sagt mir ja, ich muss das ja tun. Und dadurch handelst du entgegen deines Herzens, weil du weißt und fühlst und spürst, dass das nicht richtig ist. Aber es ist dann auch vielleicht dann das Klammern an diesen Dingen, die dir nicht mehr gut tun, aber du scheust dich auch davor, sie raus da wegzugehen. Interessanterweise ist die Energie für den Juli allerdings eine ganz andere. Da geht es um Wohlgefühl, da geht es um neue Möglichkeiten, da geht es um Leichtigkeit und das steht dir entgegen. Und das finde ich sehr plakativ gerade und auch sehr gut, dass das so krass dargestellt wird, weil ich finde, mit den Karten kann man das immer ganz gut zeigen. Dann guck mal, so sollte es sein oder das ist die Energie und da steckst du gerade. Also für den einen oder anderen wird es tatsächlich so eine Situation sein, schätze ich mal. Jetzt möchte ich gerne mal aber auch den Tipp, weil wir wollen ja raus aus der Nummer, ne? Also, jetzt hätte ich gerne den Tipp für Stiergeborene. Sternzeichen Sonne, Mond, Aszendent und Venus bitte. Für den Juli. Der Tipp
der geistigen Welt, bitte. Der Tipp. Okay, Entschuldigung. Das ist doch, jawohl, vier der, ach guck mal, die vier der Münzen haben wir schon wieder hier. Okay, also, upsala. Das finde ich jetzt mal großartig. Warte mal, ich muss hier mal ein bisschen bauen. Ich habe ja hier noch ein bisschen Platz, genau. Okay, weil da musste mich noch was hin. Und tadam, Steinchen hier hin. Alles klar. So, kannst du gut kicken, hätte ich fast gesagt, ja. Also, der Tipp. Ja, das ist wie hingemischt, ne? Jetzt gucken wir mal her und unten. Die Mäßigkeit. Es hätte fast keine schönere Karte unten liegen können. Es ist die Karte der Balance, der Harmonie, der inneren Harmonie, der inneren Balance, der Ausgeglichenheit, das rechte Maß, Heilung. Es geht um Heilung. Und das, jetzt muss ich hier glatt mal drunter gucken, da haben wir, ja, Heilung der alten Verletzungen, die fünf Schwerter liegen hier auch, tada, und die fünf Kelche, das sind die Dinge, die direkt darunter liegen. Also wir haben hier die enttäuschten Erwartungen, enttäuschten Hoffnungen. Dinge sind nicht so gelaufen, wie du es gerne gehabt hättest. Verletzungen, Gemeinheiten übelster Art zum Teil. Vielleicht auch Dinge, die du dir selbst antust. Selbstkasteiung so gesehen, weil du einfach ja, mitmachst zum Beispiel und es zulässt, dass Menschen dich nicht gut behandeln zum Beispiel. Das ist auch Karte des puren Egoismus, Narzissmus. Der komplett fehlenden Empathie. Und dann haben wir hier, wie gesagt, die Karte, das ist die Karte der alten Verletzungen, die man noch mit sich rumträgt und noch nicht erlöst hat. Und aber hier ganz klar der Hinweis, guck mal, das ist das Gepäck, was diese Karte so hinten dran hat. Das finde ich gerade so gigantisch. Auch wenn sich das für dich jetzt ein bisschen doof anfühlt, das, was ich total verstehen kann, ist es dennoch sehr deutlich. Also ich bring's mal mit einem Satz auf den Punkt, lass den alten Scheiß los. Also die alten Emotionen, die sind so destruktiv, die sind wirklich so destruktiv. Und wenn du dir diese beiden Karten anguckst, passen sie ganz hervorragend hier in diese Reihe rein. Ne? Also das sind wirklich enorm, ach guckt, und darunter liegt dann schön in der Mitte bleiben. Das sind wirklich so destruktive Energien, die dich daran hindern, dahin zu kommen. Was ich jetzt aber ganz toll finde, ist, dass sich hier die vier Münzen geklärt haben, so gesehen, um was es sich da wirklich dreht. Weil wenn das der Tipp der geistigen Welt ist, heißt das nichts anderes als, besinne dich auf das, was du bereits hast, was du kannst, wer du bist. Du bist... Vier ist Stabilität auch, ja, und Ordnung und also da ist, das ist schon bereits da und besinne dich darauf, halte daran fest, auf die dir innewohnenden Qualitäten und dann haben wir hier, das ist wirklich klasse, geh in die Heilarbeit, du hast hier schon den Rückzug, ja, also wenn du den noch nicht gemacht hast, wenn du noch nicht dabei bist, dich zurückzuziehen sozusagen, um für dich Klarheit zu bekommen, dann mach es jetzt, weil das ist die Aufforderung sozusagen dazu, wenn ich sehe, dass hier diese Dinge dich behindern. Also dann ist es der Rückzug, der noch nicht vollzogen ist oder noch nicht gemacht ist. Du bist noch nicht wirklich klar. Das ist die fehlende Klarheit darüber. Vielleicht traust du dich nicht. Das kann natürlich gut möglich sein, ne? Weil wir eben auch diese Geschichte mit der Ehrlichkeit haben. Authentizität, Ehrlichkeit, ehrlich zu sich selbst sein, genau rausfinden, oh, was will ich nicht. Aber du kannst dir sicher sein, du hast ja diese Qualitäten, das ist schon da. Und an dir kannst du dich immer orientieren, an dem dir innewohnenden Potenzial und an deine Qualitäten. Und ich weiß nicht, wie klein du dich fühlst, aber diese gefühlte Kleinheit ist nicht dein wahres Wesen. Du bist ein gigantisches, großartiges, unglaublich, unfassbar, unaussprechlich geliebtes Wesen der göttlichen Schöpfung. Und das ist hier die Liebe.
Es könnte natürlich jetzt auch für den einen oder anderen um eine Zweisamkeit gehen, weil diese Karte natürlich von zwei Kelchen spricht. Aber da ich hier die Karte von Balance und Ausgeglichenheit und innere Harmonie habe, ist das eigentlich eher für mich der Hinweis darauf, dass du mit deinen Gedanken und deinem Herzen in den Einklang kommst, dass du wirklich dafür sorgst, dass diese beiden ausgeglichen sind. Hier der Rückzug, dieses sich klar werden über das, was du wirklich möchtest, dich in die Harmonie und in die Balance bringen. Das ist eine so schöne Energie, sehr, sehr liebevoll. Und dann die Welt ist, erkenne, dass sich ein Kreislauf geschlossen hat. Ein Kreislauf ist beendet. Der Platz, an den du gehörst, der ist auch schon da. Und das ist der, dass du dich an deine Qualitäten erinnerst. Es ist ein Erinnern, weil das ballert einen zu, das lässt einen nicht klar sehen. Und ich bin schon wieder so begeistert, wenn du dir mal einfach nur die Bilder anschaust. Ja, das ist dunkel, das ist düster. Das ist alles auf der Seite, die dich behindert. Obwohl ich muss dazu sagen, der Einsiedler ist schon, finde ich, eine sehr. Ich mag die Karte, weil ich mag das Ergebnis. Der Moment, wo du dich zurückziehst, kann natürlich sein, der Moment, in dem du den größten Schmerz hast. In dem du weder wirklich nicht mehr ein- und aus weißt. Und aber da, dann ist dieser Rückzug im Prinzip unvermeidlich. Und die Heilung, die dann da hervortritt, schau mal, wie schön diese Karte ist. Ja? Das ist einfach ein krasser Gegensatz. Hier gehst du durch die dunkle Nacht der Seele, wie man so schön sagt, und da ist sie da. Also, das ist doch wirklich wunderschön. Und das ist der Tipp. Also, geh wirklich in dich und du musst nicht die anderen verurteilen. Du musst nicht sagen, ach, die anderen sind alle so doof, sondern geh eher in die Richtung. Was finde ich in mir? Welche Qualitäten finde ich in mir? Geh in die Selbstliebe. Also das ist auch für mich tatsächlich in diesem Fall, in diesem Blatt, für mich der Hinweis auf die Selbstliebe. Auf das, was die göttliche Schöpfung in dir angelegt hat, die es zu leben geht. Der Kreislauf ist geschlossen. Das Potenzial ist da. Und ja, du weißt doch eigentlich, ich habe so ein bisschen den Verdacht, du weißt genau, wovon ich rede und du weißt, was hiermit gemeint ist, mit dem Potenzial, mit den Dingen, die du hast. Du hast schon was erreicht. Du bist nicht niemand, ja? Niemand ist niemand, weil das ist in der göttlichen Schöpfung nicht vorgesehen. Und ich finde, das ist mal, wow, das ist sehr kraftvoll und sehr intensiv, ich finde. Ich muss jetzt aber diese Karte mal, diesen. Aber ich finde es so schön, ich lege den mal hier oben hin. So, jetzt möchte ich noch mal zu den dreien hier, möchte ich noch mal mit den Lenormand-Karten ein bisschen, warte mal, ich sehe gerade, so, ein bisschen schöner. Ne? Ich versuche das ja immer wieder richtig schön hinzubauen. Ich bin da nicht ganz so perfekt, obwohl ich mir hier größte Mühe gebe. Ja, jetzt schauen wir doch mal, was ist da bei dir, bei den drei Schwertern, sieben Schwertern und Einzelja. Übrigens, aha, genau, fällt mir auch noch gerade ein. Schwerter, Schwerter, das sind die Karten des Luftelements und das heißt Gedanken. Es geht immer um die Gedanken. Und das ist mir immer ganz, ich weiß, dass ich das ganz oft sage in den Videos, aber so ist es halt. Unsere Gedanken. Die kommen, die kommen, die kommen, die laufen, 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 laufen. Und das ist immer die Frage, aber wie gehe ich mit damit um? Wie gehe ich mit dem um, was es da den ganzen Tag in mir denkt? Und es geht wirklich darum, sich dessen bewusst zu werden, dass das, was da im Kopf rumgeht, meistens nicht positiv ist. Es ist nicht positiv. Wir denken unfassbar viele negative Gedanken über alles. So, aber wenn wir mal die Gedanken für Gedankenstille sorgen würden, dann könnten wir mal unsere wahre Essenz erkennen. Dann könnten wir mal unser Herz hören. Und das ist das, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass wir lernen,
unseren Kopf wirklich auszuschalten oder leise zu drehen, besser gesagt. Nicht ausschalten, das geht nicht. Der Verstand kann nichts anderes als denken, das ist sein Job. Aber dass wir das Ding da oben, diese Kiste da oben mal leise drehen und stattdessen den Herzbereich mal richtig laut drehen, damit wir da wirklich unsere wahre, echte Führung erkennen. So, Amen. So, jetzt möchte ich nochmal, ach, das ist aber auch wirklich ein Thema, du. Die drei Schwerter, die sieben der Schwerter und der Einsiedler. Und der Einsiedler, also der Eremit, ist eine, das ist eine große Arkana. Das ist übrigens, ne? Ach genau, haha, wir haben hier mit der Heilung eine große Arkana. Wir haben mit dem Fool, mit dem Narren eine große Arkana. Wir haben hier mit dem Eremiten eine große Arkana und die Welt. Und das Spannende ist, das sind so eklatante, krasse Karten. Hier haben wir den Neuanfang in aller Leichtigkeit, in aller Frische, wirklich fröhlich, frank und frei. Die Heilung ist da, dass sich klar werden darüber, über all die Dinge, ne, die vielleicht wichtig sind im Leben, was man auch nicht mehr möchte. Und die Welt ist natürlich der Abschluss. Also das ist großartig. Geh in die Selbstliebe. Jetzt haben wir aber erstmal natürlich noch die drei Schwerter, sieben Schwerter und den Eremiten. Drei Schwerter, sieben Schwerter und den Eremiten. Mut und Kraft und Entschlossenheit. Neuanfang. Again. Und eine bitte noch. Da brauche ich jetzt noch ganz dringend eine Karte. So. Ja. Okay. In diesem Fall, weil es okay, also ich würde sagen, hier geht es tatsächlich Mut, Kraft, Entschlossenheit. Das sind männliche Qualitäten, die, die auch hier meines Erachtens nach mit dem Mann symbolisiert werden. Also der für einen Neuanfang brauchst du Mut und Entschlossenheit und Kraft und das liegt hier. Also das Potenzial ist da und auch, dass du es nach außen bringen kannst. Möglicherweise ist es aber auch so, dass du gerade eine Beziehungsthematik hast, die problematisch ist, wo aber Mut, Entschlossenheit und Kraft und gemeinsam, die Karte Bär ist auch eine Schutzkarte, deine Partnerschaft hier auf ein neues Level bringt. Und zwar dann in Leichtigkeit. In Leichtigkeit, es schwingt und es ist, es wird jongliert, aber im positivsten Sinne miteinander gespielt vielleicht hier auch. Also wenn es bei dir um eine Beziehungsthematik geht, kann es sein, dass hier alte Verletzungen sich heilen sollen, damit ihr dann gemeinsam einen Neuanfang macht. Und startet. Was dann hier natürlich auch eine Möglichkeit sein kann. Ich bin ja immer sehr eigentlich am liebsten bei dir. Also nicht bei den anderen, bei deiner Beziehung oder sonst was, was natürlich alles hier beinhaltet ist. Aber wenn du deine Themen klärst, warum du diese Sachen hast, die in dir unterwegs sind, dann hast du natürlich im Außen auch partnerschaftlich logischerweise bessere Ergebnisse. Weil wenn du die Liebe in dir aktivierst, sendest du das aus und dein Außen spiegelt das wieder. Aber erst ist es wichtig, dass wir es in uns selbst finden. Wenn natürlich aber tatsächlich hier, wenn ich jetzt tatsächlich mal auf eine konkrete Beziehungssituation bringe, dann ist es, geht es wirklich so, besinne dich auf das, was du hast mit deiner Beziehung. Schau, forch in dich rein, schau mal, was du da in Sachen Liebe findest für dich und deinen Partner und dann schließt sich der Kreislauf. Und dann gibt es auch einen wirklich schicki-schicki Neuanfang. Wenn du keinen Partner hast, dann ist es im Grunde genommen sehr ähnlich. Schau auf deine Themen, die da in dir rumwabern, warum auch immer, was gerade aktuell dein Thema ist. Und dann gibt es einen, dann fasse den Mut, ne? Fasse den Mut, weil du hast die Stärke. Du hast sie. Sie ist da. Ne? Wir haben hier zweimal die Münzen, wo durchaus ein Fundament mit angezeigt sein kann. Und dann gibt es den Neuanfang, den darfst du wagen und zwar richtig konkret nach außen.
Das ist immer ganz spannend, weil wir hier haben den Eremiten, das ist die Nummer, die es nach innen geht. Und der Mann, also die männliche Energie, da geht es nach außen. Also Rückzug, um dann nach außen zu gehen, um neu zu starten. Mit Mut und Kraft und Stärke. Jetzt möchte ich hier noch gerne zwei Kelche, die Welt und die vier Münzen. Jetzt bin ich ja gespannt, was da noch kommen kann. Also für die drei hätte ich gerne für Stier. Nochmal eine Karte. Da haben wir den Mond. Upsala. Da haben wir die Schlange. Und dann haben wir die Lilien. Okay, das ist interessant. Warte mal, ich werde mal eben einen Schluck Kaffee nehmen. Ach, übrigens, guck mal hier. Today is a good day. Das steht immer auf meiner Morgentasse. Ja, und das ist es auch. Heute ist ein schöner Tag. Wer hat das gesagt? Ist das bei Janosch oder so? Was ist heute für ein Tag? Es ist heute. Heute ist mein Lieblingstag. Irgendwie so. Okay, abgeschwifft. Abgeschweift. Abgeschwifft. Wir haben hier den Mond. Der Mond spricht natürlich unsere Gefühle an, das Unbewusste, die Anerkennung und die Wertschätzung. Und Anerkennung und Wertschätzung ist hier meines Erachtens nach ganz wichtig. Das ist genau das, was ich sagte. Ne? Die Anerkennung und Wertschätzung dir selbst gegenüber. Dass du dich anerkennst und wertschätzt als das absolut wertvolle, wertvollste unter Gottes Himmel. Du bist Teil der Schöpfung oder besser gesagt, du bist Gottes Kind, das Kind des Alleinen. Du nenn es, wie du magst. Manche haben ja ein Problem mit dem Thema, mit dem Wort Gott, aber du kannst es nennen, wie du lustig bist. Die Quelle, das Alleine und so weiter. Wir haben hier die Schlange und die Schlange steht meines Erachtens nach in diesem Fall tatsächlich für die Heilung. Sie hat ja sonst gerne mal die Funktion der Umwege, der Komplikationen, der Verzögerungen und so weiter. Wenn ich mir aber die Lilien angucke, die auch für Harmonie und Frieden stehen, sieht das hier mir auch gerade auch in Bezug auf die Mäßigkeit. Es geht um Heilung. Es geht um Heilung der unbewussten Emotionen, der vielleicht unbewussten Muster, Anerkennung und Wertschätzung dir selbst gegenüber. Wie komme ich hier auf Heilung? Ist natürlich auch klar, dass du kennst diesen von der Apotheke, ne? Die Schlange ist da ja auch drauf, diesen Stab. Also ich meine, hier geht es wirklich, das fühlt sich für mich total stimmig an. Es geht um die Anerkennung und Wertschätzung, das Unbewusste, was in die Heilung gehen darf und was dann Harmonie und Frieden bringt. Das ist doch sehr schön. Heilung ist immer gut. Wunderbar. So, dann möchte ich jetzt gerne noch das intensiver Juli, würde ich mal sagen, ne, für dich. Wow. Also, okay, dann gucken wir mal hier, was noch als sozusagen Quintessenz, als Botschaft, was darf ich dir noch mitgeben? Stier, Sonne, Mond, Aszendent und Venus. Was darf ich dir noch mitgeben? Was ist noch eine Botschaft, die ich dir mitgeben kann für den Juli? Oha, die fünf Schwerter. Krass. Und hier am unteren Kartenrand haben wir die neun Kelche. Ja, da haben wir natürlich wirklich krass Gegensatz. Kannst du das sehen? Ich glaube ja, ne? Ja, also das ist wirklich ein super krasser Gegensatz. Aber es ist genau das, was hier wiedergespiegelt wird. Hier haben wir die Abteilung. Du erinnerst dich, dass wir hier die fünf Schwerter auch darunter hatten. Und wir haben aber auch die neuen Kelche. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit den fünf Schwertern,
Das ist wirklich ganz wichtig, dass diese Heilung jetzt passiert, weil das ist sehr, sehr destruktiv und das zerstört dich auf Dauer. Das zerstört dich im wahrsten Sinne des Wortes, weil das sind Energien, die dir nicht Glück und Liebe bescheren, sondern das sind Energien, die, wenn sie nicht gelöst werden, Raubbau auch mit deinem Körper betreiben. Das heißt, die Seele sagt, Körper, geh du vor, auf mich hört sie nicht oder er. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir unsere Schattenseiten, unsere negativen Energien, unsere negativen Gedanken genauestens unter die Lupe nehmen und dann eben auch Klarheit bekommen, eins nach dem anderen wirklich abbauen und du kannst sicher sein, dass du nie mehr bekommst, als du tragen kannst. Also alles, was jetzt ist, was dich jetzt belastet, was jetzt da ist, da möchte angeschaut werden, weil sonst wäre es nicht da. Wir haben hier die neuen Kelche, das heißt, als Unterliegende, das ist sozusagen in Anführungsstrichen die Oberfläche. Die Basis ist hier. Die Basis ist, du bist reich innerlich an Gefühl, an Liebe. Das sind 9 Kelche, das sind schon mal, ist schon mal ein Haufen. Und also besinne dich auf den dir innewohnenden Reichtum. Das ist so ein bisschen wie, die Karte gehört hierzu und diese gehört hierzu. Ich gucke jetzt aber auch nochmal was. Guck mal, den Mond, da geht es ums Unbewusste, ne? um die Unsicherheiten und Ängste. Spannend ist, dass wir hier ja auch den Mond haben. Ne? Und dann haben wir aber hier auch die Herrscherin. Wir haben hier die Temperance, die Mäßigkeit wieder, die Heilung. Und natürlich super spannend den Turm. Da ist also wirklich, da geht es um radikalen Umbruch. Alte Strukturen werden eingerissen. Es wird alles neu gemacht. Also das ist wirklich der Abriss von den Dingen, die bisher waren. Das kann wirklich das sein, so nach dem Motto, ich halte das nicht mehr aus. Da gehe ich jetzt erstmal in Medias Res und dann finde ich meinen Platz. Aber das ist das, was du schon in deinem Gedanken haben musst, deinen Platz zu finden. Du musst eigentlich da schon sein. Wenn du die innere Gewissheit hast, dass du da hinkommst, beziehungsweise dass du da schon bist, dann schwächt das schon mal diese Energie und du bekommst die Lösung auf jeden Fall. Und dann haben wir die Heilung und nochmal Heilung. Die Herrscherin ist ja auch Thema Heilung. Heilung der unbewussten Themen. Ja, sehr schön. Und jetzt möchte ich dir gerne noch ein Krafttier als Unterstützung für den Juli mitgeben. Bin ich natürlich jetzt auch sehr gespannt. Was ist das Krafttier, welches dich begleitet? Stier, eine Sonne, Mond, Aszendent und in der Venus. Was ist dein Krafttier? Welche Unterstützung bekommst du für den Monat Juli? Den Truthahn, gib mit Großmut und Dankbarkeit, die Nummer 62. Da schauen wir natürlich jetzt gleich mal nach, wenn ich meine Steinchen ein bisschen. So. Ja. Und da möchte ich natürlich, upsala. Übrigens, spannend ist auch, was hier am unteren Kartenrand ist. Drängt sich gerade mir so auf. Das ist der Papagei. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Gedanken. Achte auf deine, sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, sie werden zu Gewohnheiten. Wie war das? Und achte auf deine Gewohnheiten, sie werden dein Schicksal. Okay, jetzt haben wir den Truthahn Nummer 62. Es ist wirklich wichtig, welche Worte wir benutzen, denn die haben wir ja vorher gedacht. Und jeder Gedanke ist eine Schwingung. Und jedes Wort ist eine Schwingung. Und mit den Worten bekräftigen wir das, was vorher in Gedanken war. Der Truthahn gibt mit Großmut und Dankbarkeit. Die Botschaft des Orakels. Der Geist des Truthahns will dir sagen, dass du stets die Möglichkeit hast, dir eine ergiebige Wirklichkeit zu schaffen, denn der Truthahn symbolisiert Großzügigkeit und Überfluss, indem er anderen gibt. Gib freimütig, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, und du wirst empfangen, denn jetzt manifestiert sich für dich die Fülle. Verbinde dich mit ihr, indem du dein Glück mit anderen teilst.
Sei es, dass du Geld gibst, anderen mit Rat und Tat zur Seite stehst, ihnen ein offenes Ohr schenkst oder in irgendeiner anderen Form dein Wohlwollen bekundest. Überlasse dich dem Fluss der Fülle und sei ein Kanal für den Wunsch des Allgeistes, alle Wesen an den Segnungen des Überflusses teilhaben zu sehen. Gib mit Großmut und Dankbarkeit und schöpfe dabei aus der Quelle der Liebe und des Mitgefühls, im Wissen darum, dass der Allgeist darauf reagieren wird, indem er dir alles gibt, wessen du in diesem Augenblick und allen künftigen Augenblicken bedarfst. Schutzbotschaft. Gibst du, um etwas zu bekommen, und führst im Kopf Buch darüber, was dir dafür zusteht? Das ist nicht der Weg, um Fülle zu erfahren. Wenn der Geist des Truthahns in umgekehrter Position erscheint, was er natürlich hier nicht tut, weil ich damit jetzt nicht arbeite, aber trotzdem interessante Botschaft enthält, fordert er dich auf, dich von deinem Mangelgefühl und der Angst zu lösen, dass für dich selbst nicht genug bleibt, wenn du zu viel gibst. Verbinde dich über deine spirituelle Praxis erneut mit dem Allgeist und erinnere dich daran, wie es sich anfühlt, die Fülle zu verkörpern. Denn dann wirst du jetzt genau so viel geben, wie nötig ist. Was immer du brauchst, um deine Reserven aufzufüllen, kommt jetzt zu dir. Liebe, Wohlergehen, Wissen und Hilfe von Verbündeten, die überall um dich sind und wollen, dass du die Fülle bist, nach der du suchst. Der Geist des Truthahns stellt sich ein, um dir zu sagen, dass alles seinen Ausgleich findet, wenn du mit dem Gesetz der Fülle im Einklang bist, wie der Allgeist es für dich wünscht. Die Fülle ist dein. Ja, ich habe mich am Anfang gefragt, wie passt diese Karte jetzt da rein? Aber das ist ganz, ganz spannend, weil gerade in der Schutzbotschaft liegt nämlich die Lösung hier. Da haben wir diese Geschichte mit dem zu viel geben. Als Stiergeborener bist du ein großzügiger Mensch. Du möchtest, dass es anderen Menschen gut geht. Du bist ein guter Gastgeber. Du bist umsorgend und du bist wirklich darauf aus, dass es den Menschen gut geht. Auch, wie gesagt, deiner Familie, deinen Freunden und so weiter. Und möglicherweise bist du wirklich der Typ, ich gebe alles und hast vielleicht zu wenig bekommen. Deiner Meinung nach. Oder dir geht langsam echt die Luft aus, weil du sagst, oh, ich kann einfach nicht mehr geben. Aber dann geht es eben darum, darauf dich zu besinnen, dass jetzt die Zeit ist, diese Dinge loszulassen, weil die Energie ist leicht. Es möchte sich erneuern, es möchte heilen. Und der Einzige oder die Einzige, die dem entgegensteht, bist du selber. Sind deine Muster, deine vergangenen Verletzungen, die wir hier natürlich haben, den möchte ich gar nicht weiter ausführen, aber das darfst du jetzt loslassen und du bist echt von einer wundervollen Energie umgeben, die dich jetzt, glaube ich, auch wirklich, wenn ich da nicht ganz falsch liege, müsstest du es schon fühlen und zwar ganz arg, dass es Zeit ist, diese Sachen loszulassen. Also da ist jetzt so eine Unterstützung von einem Kosmos, auch wenn ich hier die Welt sehe, ne, da ist die Aufforderung, schau doch hin, es ist erfüllt. Du darfst diese alten Verletzungen, diese alten Dinge, darfst du loslassen. Ja, wow, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir einen wirklich kraftvollen und wundervollen, transformierenden, sehr stärkenden Juli. Hol die Kraft aus dir, du hast sie. Erkenne diese Kraft und geh einfach in diese Energie und du wirst sehen, wie sich alles fügt und wie sich alles hinbaut und wie Türen sich öffnen, wo du vorher nicht mal eine Tür gesehen hast, wie plötzlich Menschen auf dich zukommen, Situationen. Öffne deine Antennen für die guten Dinge des Lebens und fokussiere dich darauf. Und dann wirst du feststellen, wenn du das regelmäßig machst, wenn du das täglich machst, dass du auch wirklich wunderbare Ergebnisse bekommst und dein Leben wandelt sich. Und dann kommst du von dieser Energie ganz problemlos in diese. Und das erfordert keinen Aufwand, keine Anstrengung. Schau einfach, was du Schönes in deinem Leben schon hast und such weiter im Außen jeden Tag immer wieder. Was gibt es für schöne Dinge, für die du dankbar sein kannst, zum Beispiel. Ja, Dankbarkeit öffnet Türen. Ja, okay, also
Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass du was mitnehmen konntest, dass ich dich hiermit ein bisschen unterstützen konnte. Sehr gerne like, kommentiere und Kanal abonniere. Und ich hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Videos dann wiedersehen. Ja, und bis dahin, hab eine wundervolle Zeit. Namaste.